Liebe Gäste, liebe Musikerinnen und Musiker, lieber Herr Pastor Schneider, der Sie uns Ihre Kirche für diese Veranstaltung zur Verfügung gestellt haben, lieber Herr Vizebürgermeister Thomas Grambo, rechts von mir, der Sie uns als Schirmer begleiten, liebe Freunde und Wegbegleiter des Portals bei uns in Neu-Wolmsdorf. Gemeinsam mit meinen Kollegen Björn Kemke und Hannes Wirth möchte ich Sie alle sehr herzlich zu unserem Benefizkonzert Musik verbindet begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind, um mit uns jetzt gleich in einen wunderbaren Abend mit zahlreichen musikalischen Darbietungen gleich 8 verschiedener Musikgruppen zu starten, die heute für Sie, für uns, alle ohne Gage singen und spielen werden, in ein bislang wohl einmaliges Benefizkonzert zugunsten der Geflüchteten hier in der Region. Den Auftakt haben die Posaunenchöre der Lutherkirche und der Baptistenkirche unter Leitung der Kirchenmusikerin Claudia Kusch soeben gemacht. Dafür schon mal ein ganz herzliches Dankeschön und bitte nochmal um einen kräftigen Applaus für die Posaunenchöre. Ein solches Konzert in einem Gotteshaus. In diesem Gotteshaus erleben zu dürfen, ist für mich etwas ganz Besonderes. 2 meiner Kinder sind in dieser Kirche konfirmiert, meine Enkelkinder hier getauft worden. Meine Mutter hat hier auf diesem Kirchhof ihre letzte Ruhe gefunden und schaut uns jetzt zu. Hallo Mama. Aber mal abgesehen von diesen sehr persönlichen Dingen, es ist für mich etwas ganz Besonderes, dieses Konzert hier heute ansagen zu dürfen. Eben weil es mit großer Unterstützung von Pastor Schneider, mit großer Unterstützung der gesamten Kirchengemeinde auf den Weg gebracht werden konnte. Was mir und uns allen zeigt, dass es nicht nur möglich ist, Menschen aus den Bereichen Bürger, Wirtschaft, Politik, Kunst und Kultur zueinander zu bringen, wie wir es in den letzten 6 Jahren mit dem Portal bei uns in Neu-Wolmsdorf und der Spendenaktion Jeder Euro hilft schon praktiziert haben, sondern jetzt auch gemeinsam mit der Kirche, quasi unter Gottes Obhut. Ein immer größer wachsendes Miteinander zwischen uns Menschen, gleich welcher Herkunft, gleich welcher Religion, gleich welchen sozialen Status zu schaffen. Ein Miteinander, das uns alle verbindet und die Basis für ein freundliches und friedliches Zusammenleben schafft. So ist dann der Sinn und das Ziel dieses Konzerts, das übrigens von der Idee her, von den Musikerinnen und Musikern selbst, die hier alle auf der rechten Seite rechts von mir sitzen, ins Leben gerufen worden, nicht nur, dass wir alle gemeinsam einen fröhlichen Abend mit wunderschöner Live-Musik verschiedener Genres genießen dürfen und dabei Spenden für unsere neuen Mitbürger aus fernen Ländern sammeln, sondern vor allem auch, dass wir mit diesem Benefizkonzert ein deutliches Zeichen setzen gegen Ausgrenzung, gegen Hass und Gewalt, für Frieden und Freiheit.